Hallöchen und herzlich willkommen, mein Name ist Stephen83 und heute sprechen wir über Railroad Corporation. Das ist von Iceberg Games rausgebracht worden und ist jetzt aus dem Early Access raus. Kostet 25 Euro und ist ein Railroad Tycoon sozusagen. Was bauen wir? Schienen und Züge. Und das alles in einer sehr, sehr, ich sag jetzt mal, einsteigerfreundlichen Variante. Ja, ihr wisst, Leute, ich bin Sachen gewöhnt wie Railway Empire oder zum Beispiel Machine Key, die schon durchaus komplex werden können. Aber diese Komplexität im Schienensystem und bei den Zügen und das einzelne Kaufen von irgendwelchen Waggons etc. pp., das entfällt hier komplett. Das heißt, wir haben hier wirklich nur eine Ressource und das ist Geld. Ne? Und Geld, wir kaufen Waren an, verkaufen Waren eigentlich nur für Geld. Und bauen damit nicht irgendwelche Sachen auf oder ähnliches. Und das ist ein interessantes Konzept, denn dieses Spiel ist unglaublich hart. Ja, unglaublich hart in dem Sinne, dass ihr sehr, sehr viele Ausgaben habt, logischerweise, weil mal eben irgendwo eine Eisenbahnstrecke hin platzieren, kostet Geld. Das Problem, was ich hier mit dem Spiel habe, ist, dass ihr mit nur eingleisigen Bahnhöfen anfängt. Das heißt, ich kann nicht von vornherein sagen, okay, das ist ein Durchgangsbahnhof, hier brauche ich auf jeden Fall einen ein zweites Gleis. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Gleisführung selber, also wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Züge auf einer Strecke nutze, nicht wirklich sinnvoll ist. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Überholgleis habe, dann überholt der hintere Zug nicht. Ja, obwohl praktisch der Block dann frei gewesen wäre. Aber okay, lassen wir einfach so im Raum stehen. Macht es Spaß? Ja, doch. Ich habe jetzt da schon 2 Stunden reingesteckt und so die ersten Missionen der Kampagne gespielt. Bin mehrfach gefailt, weil mir einfach übel schnell das Geld ausgegangen ist. Und hier sehe ich auf jeden Fall eine Herausforderung, dass man das gut balanced. Also als Spieler gut balanced. Dass man genug, ich sag jetzt mal, lukrative Nebenstrecken hat, damit das Geld rankommt. Und natürlich dann die Hauptstrecken baut, die das Ziel voranbringen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Was ich ebenfalls ziemlich cool finde, ist, dass ihr nur ein Depot habt. Das heißt, eure Züge starten alle aus eurem Hauptquartier, aus eurer Basis sozusagen. Und das bringt natürlich einige interessante Sachen mit sich. Zum Beispiel, ihr müsst halt wirklich zu jeder Zeit eine Verbindung zu einem Hauptdepot haben. Das kann man, bei anderen Spielen kann man das einstellen, dass das so ist. Was mir hier gefehlt hat tatsächlich, das ist das Einwegsystem. Soll heißen, es gibt Spiele, die das halt verbieten, dass Züge einfach im Bahnhof wenden können. Ne? Weil du kannst ja nicht einfach so schnipsen und dann steht der Zug auf einmal andersrum auf dem Gleis. Und dass man dann praktisch eine Gleisschlaufe außenrum baut, damit der Zug halt wieder drehen kann. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das würde ich mir tatsächlich wünschen für dieses Spiel. Aber wie gesagt, ich würde mir halt auch wünschen, dass man direkt mit zweigleisigen Bahnhöfen startet. Aber gut. Okay. Alles in allem macht es halt Laune. Kann man da 20 Stunden bzw. 25 Stunden mit verbringen? Auf jeden Fall. Definitiv. Und gerade ist es sogar 15% im Sale. Also, man kann hier auch zuschlagen. Definitiv. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, ich konnte euch einen groben Überblick geben. Ne? Und, was bleibt zu sagen? Achso, Pokémon-Content. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Stream oder beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein.